Er hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Haben wir denn nicht irgendwas? Was können wir denn machen, Vielleicht verdammt? Vielleicht ist es ja wasserscheu. Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Spring raus, hopp, na los! Okay, ja, es fängt schon wieder gut an. Spot braucht ein trockenes Nest. Ja. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Ja, dann gib ihm doch Wasser. Hier ist doch diese komische Raupe reingerannt. Was können wir denn mal machen, verdammte Axt? Ich hab doch keine Ahnung. Hilfe, Mama. Ist denn hier noch irgendwas? Ne, das ist nur der Tümpel. Ich will ja auch nicht immer die Hilfe verwenden, nicht? Also ich meine... Aber bei dem Wurm war doch auch nichts. Außer, dass wir Spot da rausgeholt haben. Jetzt oder nie. Das ist aber ganz schön ekelig. Muss denn hier immer irgendwas sterben, gefressen werden? Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Da ist er. Hallo, Spot. Spot! Du bist es! Du bist es wirklich! Komm her! Oh, Mist! Böse Mama! Ja, aber ehrlich. Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? So, führe den Cursor auf Spot und ziehe mit gedrückter Maustaste nach unten, um seine flache Form zu erhalten. Also das ist wirklich verändert worden, ja? So, mache ich ihn fett. Und wie mache ich aus dir einen Flammenspot? Da stehen wir beide hier, hä? Wer hätte das für möglich gehalten? Ja. Cool. Platt wie eine Flunder. Habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit die Hilfe da oben? Ich meine, gebrauchen Probier könnte ich das mal. Das ist aber auch eine fette Kugel, ne? So. Ich dachte, das Einzige, was dir nicht schmeckt, sind Furzpilze. Wie soll uns Wasser denn helfen? Ja, du könntest doch... Spot könnte doch... Wie soll uns Wasser denn helfen? Ja, aber Spot könnte doch Wasser aufnehmen. Der war doch auch mal ein Wasserspot. Trink mal was. Ja. Genau. Und jetzt machen wir den Pilz nass. Wow, du hast den grünen Daumenspot. Mhm. Viele, viele grüne Daumen. Willkommen in meinem Unterbewusstsein. Wer gewinnt die Furz-Olympiade? Daher kommt auch das Rülps-Alphabet, oder? Okay. Aber ich kann immer nur zum Ball machen oder zum flachen irgendwas. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Na, ist dich satt. Genau. Schmeckt wie Schuhsohle, stimmt's? Oder wie Schnitzel im Waisenhaus. War wahrscheinlich Schuhsohle. Das ist natürlich scheiße mit dem Waisenhaus. Du hast nicht viel Glück in deinem Leben gehabt, Junge, oder? Ah, Killerangriff von hinten. Sehr gut, Spot. Sag mal, Spotty, du stehst doch auch auf Blumen, habe ich gehört.
Na, lass es dir schmecken. Naja, erstmal, weißt du, bevor du wieder irgendwas Schlimmes machst. Ja, fress dich erstmal grad. Komm, ich glaube, eine Blume haben wir noch. Wir haben es ja nicht eilig. Wie viel hatten wir? 45 Folgen für den ersten Teil? Dann geht's ja. So, Wurmzahn. Ja, richtig. Erstmal rausbrechen. Oh Gott, verdammt. Ich hab mich geschnitten. Ich hab mich geschnitten. Oh nein. Ich werde eine Blutvergiftung bekommen. Ich werde sterben. Ich muss die Wunde auswaschen. Sofort auswaschen. Oh. Okay. Jetzt geht das Bejahende wieder los. Oh, Gott sei Dank. Sauberes Wasser. Mhm. Hoffentlich. Ja. Du weißt aber nicht, ob da oben irgendwas Totes drin ist und dass hier alles bakterienverseucht ist. Hm? Was ist denn jetzt mit dem Zahn? Jetzt nimm noch mehr Ballast brauche ich nicht. Ja, warum hast du den rausgerissen? Du bist ja ein Krepel. Ja, keine Ahnung. Warum hast du den jetzt rausgerissen? Fressen und gefressen werden. Ja. Ja, aber... Noch mehr Ballast brauche ich nicht. Ehrlich, du bist auch ein Held im Erdbeerfeld-Typ, ehrlich. Können wir hiermit irgendwas machen? Ja, Spot, ich habe doch keine Ahnung. Wobei ich die Lösung echt nicht schlecht finde. Und die Grafik ist echt, echt geil. So, Furzpilz haben wir, den Tümpel haben wir, das komische Viech haben wir. Dann lass uns doch mal hier hochklettern. Und hilf doch mal deiner Raupe. Und jetzt weiß man nicht, was schwerer ist. Ja, drück noch auf den Kopf. Und wie kommst du jetzt drauf? Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Keine Sorge, Spot, wir lassen dich nicht zurück. Dafür bist du viel zu niedlich. Ja, guck dich erstmal um, nicht Spot reden. Wow. Oh, wir sind hier gelandet. Hey, wieso bist du so schnell weggerannt? Wieso hast du so lange gebraucht? Wo ist Rini? Wir folgen ihr, sobald ich die Brücke gesprengt habe. Sobald du... Was? Willst du dich umbringen? Hast du Rini umgebracht? Quatsch! Ich bin Kira, Anführerin der Rebellen. Keine Mörderin. Alles klar, klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört ist, klar? Verstanden. Wieso erzählst du mir das? Weil du mir dabei helfen wirst. Verdammt, die Lichter sind aus. Was... Was bedeutet das? Dass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Nur damit ich das richtig verstehe, das hier wird eine Bombe? Ja. Ah. Mach kein Minispiel raus. Ihr seid Rebellen und wollt die Brücke sprengen. Logisch. Ganz genau. Habt ihr Rini als Geisel genommen, damit ich euch helfe? Auf einen Helden wie dich haben wir die ganze Zeit gewartet. Warum sollte ich euch helfen? In dieser Welt gibt es nur noch Sucher oder Rebellen. Zu welcher Seite willst du gehören? Was sind diese Sucher? Marionetten der falschen Königin. Sie führen ihre Befehle aus. So, fertig. Das müsste klappen. Willst du sie entsichern? Nö. Nein, ich bin Pazifist. Deckung! Das darf nicht wahr sein. Wieso stürzt das verdammte Ding nicht ein? Alles hängt an diesem Ring. Der muss auch gesprengt werden. Es reicht nicht für eine zweite Bombe. Oder vielleicht ja doch, nur ohne Zeitzünder. Eine Kamikaze-Bombe? Bist du irre? Nein, nur eine Patriotin. Oh Gott. Wenn ich nicht will, dass meine Wegbeschreibung zu Rini in die Luft fliegt, muss ich den Ring schneller kaputt kriegen. Das muss doch irgendwie kaputt zu kriegen sein. Von Zeit zu Zeit muss das Feld der Ehre mit dem Blut von Patrioten begossen werden.
Können wir es noch? Jetzt kümmern wir uns erstmal und gucken uns mal um. Immer diese Hektik in den Spielen. Ich meine, lass sie sich doch in die Luft sprengen. Sie soll dir aber vorher sagen, wo deine Schwester ist. Na toll. Jetzt haben wir ja viel geschafft, oder? Furzpilz, Tümpel, also hier können wir noch nichts machen. Ich habe doch keine Ahnung. Wo muss ich denn hin? Nun, warte hier, okay? Ja. Bin gleich wieder da. Aber wir sind doch gerade noch an anderen Sachen vorbeigekommen. Das sah so aus wie ein Schatz oder so. Was haben wir denn hier noch? Was ist das hier für ein Stein? Das Wappen Kalimars war da drauf und ein Willkommensgruß für die Händler, die jeden Tag zum Markt strömten. Ja, viel Möglichkeiten. Was ist das für ein Band? Das hängt hier noch von der 100-jährigen Stadtfeier. Unmöglich. Die Stadt kann nicht älter sein als ich. Wieso nicht? Wenn ich dir das sage, hältst du mich für verrückt. Zu spät. Gegen wen rebelliert ihr eigentlich? Noch nichts von der falschen Königin gehört? Egal, wie viele Sucher sie noch schickt, wir werden sie aufspüren und stürzen. Okay. Ja, das hat sich ja gelohnt, oder? Cool. Ist ja nur wieder ein Geräuschball. Hm? Was ist das für ein Ding? Damit lassen sich Sucher ablenken. Cool. Schmeißt du ihn mal rüber? Klar. Hoch! Na toll, das war mein letzter. Tut mir leid. Noah, muss doch nicht sein, oder? Kann man hier nicht irgendwie... Ich meine, das war witzig. Der lernt auch nichts dazu, der alte Käfer. Und... So kann man auch mit kleinen Sachen dem Fussel eine Freude machen. So, was ist denn jetzt hier mit Spot? Den solltest du nicht zurücklassen. Das ist ein treuer Diener. Des Herren. Oder so. Also, ich sehe hier nichts mehr. Seht ihr noch was? Wieso ist das so wichtig, diese Brücke hier zu sprengen? Wieso sprengt ihr nicht einfach die Sucher? Dann kommen neue nach. Wir müssen an die falsche Königin rankommen, wenn wir Silence wirklich retten wollen. Und die verschanzt sich im Thronsaal, von dem keiner weiß, wo er ist. Boah, wir wissen diese das. Diese falsche Königin. Wer ist das? Jedenfalls nicht die richtige. So viel steht fest. Die würde das Land nie diesen Kreaturen zum Fraß vorwerfen. Müsste Silence nicht einen König haben, statt einer Königin? Ach, Könige sind auch nicht besser. Der letzte hat das Land im Stich gelassen. Tatsächlich. Was würdest du sagen, wenn der rechtmäßige König vor dir stünde? Geh dahin zurück, woher du gekommen bist, du elender Verräter. Du hast Silence im Stich gelassen. Du hast das Unheil nicht aufgehalten. Du hast nicht um deinen Thron gekämpft und darum soll er dir auch nicht gehören. Nieder mit der Monarchie! Oder sowas in der Art. Naja, Kyra, du weißt nicht, welchen Preis wir gezahlt hätten. Außerdem ging's nicht. Ich hab's ja versucht. Nieder mit der Monarchie! Dir ist klar, dass du mit hochgehst, wenn die Bombe ohne Zeitzünder explodiert? Dann sterbe ich für Kalimar. Nieder mit der Monarchie! Ja. Kannst du nicht eine Lunte basteln? Wenn noch genügend Zeit ist, vielleicht. Wieso hast du nicht genug Zeitzünder mitgenommen? Ich habe auf Sams Berechnungen vertraut. Und wieder mal hängt die Praxis seinen Theorien hinterher. Ja, das kennt man. Ich habe keine Lust, in die Luft zu fliegen. Ich werde einen anderen Weg finden, die Brücke zu sprengen. Ich dachte, ein echter Rebell hat immer genug Bomben bei sich. Ich habe kein Rebellendiplom. Ich improvisiere nur. Was ist, wenn du die Bombe nicht rechtzeitig zusammengebaut bekommst? Dann kämpfe ich mit meinem Schwert. Gegen einen Trupp Sucher? Oh Gott. Dir ist klar, dass du mit hochgehst, wenn die Bombe ohne Zeitzünder explodiert? Dann sterbe ich für Kalimar. Okay. Also, wir können die Aktion öfters wiederholen und... Wahrscheinlich ist es einfacher, diesen Berg hier zu versetzen, als die Brücke kaputt zu kriegen.